Kathi in Witten, kurz vorm Schluss, und neben mir steht Axel Königshof. Grüße dich. Ich grüße dich auch. Ja, ein bisschen abgekämpft bin ich gerade. Stell dich mal nicht so an. Nein, ich stell mich auch nicht an, aber es war wirklich auf der Bühne warm. Oh, mach dich lang, das gibt Auerrücken. So, ich komm runter zu dir. Nein, es war wirklich warm. Die Scheinwerfer haben mir ihren Rest gegeben. Es war angenehm. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Jetzt, boah, stell dich gerade hin, das gehört. Sag mal, Axel, Vatertagsparty in Witten ist ja sowieso ein Phänomen für sich, aber von der Veranstaltung heute, was hältst du davon? Also ich muss sagen, was der Matthias und sein Team immer auf die Beine stellt, jedes Jahr und jetzt glaube ich zum 13. Mal. Falsch! 12. Mal, Entschuldigung, 12. Mal. 12. Mal ist einfach grandios. Es arbeiten so viele Menschen im Hintergrund und arbeiten nicht nur wochenlang, sondern monatelang für diese Party da mit Witten. Vatertag, 11 Stunden lang, wundervolle Künstler hören darf. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Und dafür ein Riesenlob und Daumen hoch für alle, die rund um Matthias für diesen Tag arbeiten. Ja, und andersrum, sind wir doch bitte mal ehrlich, 33 Künstler wurde mir von Matthias bestätigt, für kostenlos. Wer kann das bieten? Keiner. Ich glaube, diese Party hier in Witten ist einzigartig. Und ich glaube auch, dass jeder Künstler gerne kommt, auch ohne Gage, weil diese Party einfach mittlerweile einen Kultstatus hat und jeder gerne dabei sein möchte. Ich glaube, es gibt auch bestimmt welche, die nicht kommen konnten, weil einfach die Zeit auch irgendwann zu kurz wird. Und deswegen Hut ab für alle, die da waren. Also ich weiß definitiv, Matthias hat auch eine Warteliste, dass Künstler einfach so, mal gucken, ob das nächstes Jahr klappt oder in 2 Jahren. Ich weiß, der hat eine Warteliste, weil geht halt nicht mehr. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass die Künstler Schlange stehen, weil auch nicht nur die Party der Hammer ist, sondern auch das Wittener Partyvolk. Jeden Künstler, der auf der Bühne steht, feiert und von Anfang bis Ende mitgeht. Und ich sag mal, 11-Stunden-Programm ist schon eine Menge Holz. Und ich muss jetzt ganz kurz dazu noch schnell sagen, für mich war es dieses Jahr das erste Jahr, dass ich mitmoderieren durfte auf der Hauptbühne. Und im Kreis von Matthias Lutz, Jürgen Rennfort, Michael Larsen und dieses Jahr auch Jörg Dreger bin ich ein sehr, sehr, sehr kleines Licht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute auch mitmoderieren durfte. Vielen Dank dafür. An Matthias natürlich. Und sag mal, du heute im Ananasanzug. Ja, ich wollte so ein bisschen sommerliches Feeling nach Witten mitholen und dachte, Ananas passt zum Sommer und deswegen heute die Ananas. Axel, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben den Tag überstanden, wir haben gleich Feierabend. Ja, und euer Team auch einen Riesenapplaus für tolle Beiträge, für Live-Übertragungen auf unserem Backstage-Fernseher. Ihr seid einfach auch grandios. Die 2 TV immer wieder einschalten, immer wieder dabei sein. Toll.